Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ja, ich bin gerade hier im Revier für Hunde unterwegs und an welchem Ort kann ich besser darüber erzählen, wie man Hunde resozialisiert? Ich bin nicht alleine, ein paar Hunde sind bei mir und die Lisa. Schön, dass du da bist. Hi. Resozialisierung von Hunden. Ja, was bedeutet das eigentlich und wie viele Resozialisierungen habe ich schon erlebt? Puh, was für ein heißes Thema. Apropos heiß. Boah, es ist echt heiß. Soll man nicht lieber in den Schatten gehen? Komm. Die Resozialisierung von Hunden, finde ich ja, ist ja so eins meiner, ja, meiner Steckenpferde, sage ich mal so. Ich habe so viele Hunde erlebt, die so verhaltensgestört waren. Kennst du das auch? Also so Hunde, wo du denkst, die kommen hier rein und dann sind die völlig baller. Erstmal die ersten 5 Minuten und anschließend lockern die sich immer mehr auf. Hast du auch den Eindruck? Also ich habe oft den Eindruck, es liegt häufig auch an den Menschen, weil die so lange schon mit ihren Hunden in diesen Geschichten drin hängen und dann auch so Sätze sagen wie, ja, nee, also der mag auch keine Hunde mehr und der hat jetzt schon seit 4 Jahren keinen Kontakt zu Artgenossen, der braucht gar keine anderen Hunde, wir gehen irgendwo spazieren, wo wir niemandem begegnen. Kennst du das? Ja, also ich erlebe das eigentlich jeden Tag tatsächlich. Das ist wirklich Alltag, dass die Leute wahrscheinlich, auch weil sie irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dann ja die Situation meiden. Ne, wie du sagst, entweder morgens um 5 am besten spazieren gehen oder abends um 23 Uhr. Hauptsache, man begegnet keinem mehr. Und dadurch wird es natürlich immer schlimmer. Was mir oft auffällt, ist, dass die Hunde, die zu wenig Kontakt zu Artgenossen haben, irgendwann ja schon fast asozial werden, ne? Die können auch nicht mehr normal in Stufen kommunizieren. Die gehen entweder direkt drauf oder hauen sofort ab. Die haben verlernt, wirklich mit Hunden zu kommunizieren. Und wenn mir jemand sagt, ja, nee, also mein Hund, der kann mit anderen Hunden nichts anfangen. Ich habe da vollstes Verständnis für. Ne? Es gibt, man kann das ja auch nicht pauschalisieren. Es gibt genug Hunde, die haben ihre Erfahrung gemacht. Manchmal auch im Shelter, wenn die gemobbt worden sind oder so, dann haben die einfach keinen Bock mehr auf Hunde. Erstmal. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den Hunden die Zeit und die Möglichkeit gibt, sich langsam wieder an Hunde zu gewöhnen, ja, da klappt das auch in den meisten Fällen. Aber viele Menschen gehen hin und sagen, ja, der hat jetzt einmal eine Leinenbegegnung gehabt oder zweimal und die war dann schlecht und dann lassen wir es sein, wir brauchen keinen Kontakt mehr zu Hunden. Ne? Siehst du das auch so? Ja, es ist halt oft so, dass das Verhalten so ein bisschen missinterpretiert wird. Ne? Wenn ein Hund jetzt an der Leine bellt oder nach vorne geht, dass die Leute dann sagen, ja, der ist aggressiv. Aber oft ist es auch Frust, weil sie eben nicht mehr an Hunde rankommen und das nur noch vermieden wird. Und dann ja, wird es, wie gesagt, ne, immer mehr. Mir fallen ja immer wieder so Geschichten ein, wo mir draußen vorm Tor gesagt wurde, aber mein Hund, der kann überhaupt gar nicht mehr mit anderen Hunden, der hat totale Angst oder der ist super aggressiv. Und ich bin ja dann Freund davon, dass ich die Leute von den Hunden trenne. Warum? Weil die Menschen geben an die Hunde oftmals dann in solchen Momenten die falsche Energie weiter. Darum trenne ich dann die Hunde von den Menschen, nehme den Hund mit. Das machen wir ja hier im Revier für Hunde häufig. Die Menschen warten draußen, ne? So ein Schild machen, ne? Draußen steht, wir müssen draußen warten. Ne? Früher war das immer so, irgendwo in Metzgereien oder Bäckereien durften die Hunde nicht rein. Stand da immer so ein Schild, ne? Wir müssen draußen bleiben. Kennst du noch? Und dann, wenn wir die Hunde mitnehmen, dann sind die Hundehalter natürlich super neugierig. Was machen die Hunde jetzt da drin? Und dann nehmen wir das natürlich mit der Videokamera auf. Das finde ich extrem wichtig. Warum? Weil die Leute müssen ja erstmal ein Vertrauen zu uns bekommen. Ich meine, die geben uns ihren Hund. Hallo? Ich würde ja auch nicht jedem meinen Hund mitgeben. Ne? Und um diese Vertrauensbasis aufzubauen, nehmen wir den Hund dann erstmal für 5 Minuten mit. Und nehmen ihn mit der Videokamera auf. Dann zeigen wir den Leuten auch, was ist da jetzt gerade eigentlich passiert. Ne? Manchmal machen wir es auch mit dem Handy, je nachdem, wenn wir die Videokamera nicht dabei haben. Wenn es gar nicht spektakulär ist, ja, dann machen wir auch schon mal keine Aufnahmen. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass die Menschen, die uns ihre Hunde anvertrauen, auch ja, wirklich dann ein gutes Gefühl haben, wenn sie da draußen warten. Und das ist mir jetzt seit über, ja, ich bin jetzt. Ach, wenn ich mir überlege, 23 Jahre, ne, mache ich das jetzt schon. Das ist ja schon lang, ne? Alter Hase. Oder? Boah. Boah, wie viele Hunde ich habe hier kommen und gehen sehen, ne? Wie viele Hunde auch hier hingekommen sind, die gar nicht mehr mit Artgenossen kommunizieren konnten. Gott sei Dank habe ich mich nicht immer auf die Menschen eingelassen.
sondern auf die Hunde. Was ich auch mal interessant finde, vielleicht kannst du das bestätigen, dass die Hunde, verhaltensgestörte Hunde, ganz anders aufnehmen als wir Menschen. Also, dass wenn wir einen Hund sehen, wo wir die Geschichte wissen, der kommt aus dem Tierschutz, der hat schlechte Erfahrungen gemacht, der hat Angst, dass wenn wir das wissen, gehen wir mit dem Hund ganz anders um, ne? Als wenn jetzt der Hund hier reinkommt und trifft auf die Reviergruppe und die Hunde stehen dann am Zaun und die sagen ja auch nicht, du siehst aber aus, als kämpfst du aus dem Tierschutz. Oh, du hast aber schlechte Erfahrungen gemacht. Oh, du bist aber seltsam. Du hast aber komisches Fell und du hast ein komisches Verhalten. Also wir Menschen interpretieren ja immer rein. Kennst du das auch, wenn die Hunde dann hier reinkommen? Die sind dann so bei den Hunden eigentlich relativ normal, relativ schnell normal. Ja, voll. Also die Hunde haben ja auch eine Wirkung, ne? Vor allem jetzt hier die Revierhunde haben echt eine Energie. Also die Hunde, die jetzt von außen hier reinkommen, wo wir das machen, was du sagst, ne, eine Geschichte da reinpacken, das haben die einfach nicht. Ja. Die sehen die in dem Moment so, wie sie wirklich sind. Ja. Und ja, das ist dann auch meistens eigentlich die Wahrheit. Ja, nicht die Geschichte, die wir uns erzählen. Genau, genau, das ist die Wahrheit. Genau. Und das ist, sind auch diese Magic Moments, ne, wo ich auch dann schon auch oft von meiner Königin der Kommunikation, von der Molly. Wer kennt sie nicht, die kleine Maus? So, da ist sie. Schaut sie euch an. Ist sie nicht ein Wunder von Hund? Eine Schönheit. Manchmal habe ich auch Hunde gehabt, da war die Molly am Anfang echt sofort so konsequent und ich hab dann gedacht, wieso ist die sofort so konsequent zu dem Hund? Und nachher stellte sich raus, ja, dieser Hund hat einfach gelernt zu Hause, dass er sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Und Molly hat ihm sofort gezeigt, nee, aber hier läuft das nicht so. Ne? Also sie macht das immer ganz, ganz toll. Schwupps und runter. Ja. Ja, die Resozialisierung von Hunden ist ja für mich ganz, ganz wichtig, weil es viele Hunde gibt, die eben gar keinen Kontakt mehr zu Artgenossen bekommen und die Menschen dann total verzweifelt sind und sagen, ja, wir können unserem Hund nicht mehr die Möglichkeit bieten, mit anderen Hunden zusammen zu sein. Das finde ich so schade, weil Hunde brauchen andere Hunde. Selbst wenn sie bestimmte Zeiten keine Lust auf andere Hunde haben, so finde ich doch, dass Hunde die Energie von Hunden brauchen, auch um wieder sozialer zu werden, gesund zu werden, normales hündisches Verhalten zu zeigen, hündische Kommunikationsstufen auszuleben. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen mit auskennen. Man kann sich einfach nicht einen Hund, der jetzt traumatisiert ist, irgendwo in eine Hundegruppe reinschmeißen, sondern man muss den Hunden auch die Möglichkeit geben, da so langsam sich wieder dran zu gewöhnen, oder? Manche Menschen sind aber auch echt ungeduldig, oder? Ja, das stimmt. Aber man darf ihnen dann eben auch die Zeit geben. Und ich finde es ja schön, dass sie die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ja. Und dass man dann auch wieder Hoffnung schöpfen kann und so rauskommen kann aus diesem Karussell von Vergangenheit. Ne? Ja. Dass man einfach sagt, ja, das war jetzt immer so, also ist es wahrscheinlich jetzt auch so. Ne? Genau, und wird auch immer so bleiben. Wird auch immer so bleiben und das ist einfach nicht die Wahrheit. Ne? Es ist eigentlich wie mit uns Menschen. Wenn wir jetzt wochenlang keinen Kontakt zu Menschen hätten, dann würden wir es auch verlernen und brauchen dann Zeit, wieder reinzukommen. Das ist mit den Hunden das Gleiche und dadurch haben sie ja auch uns als Unterstützung. Ne? Ja. Wir sind ja auch dabei. Ja. Wir können dann das alles in die richtige Bahn denken. Ich finde das interessant, dass du jetzt den Mensch mit reinbringst, weil mir ist aufgefallen, während Corona, nach Corona, sind wir echt auch ein bisschen unsozialer oder ein bisschen unfreier geworden. Wir sind auch ein Stück weit verhaltensgestört, was die menschliche Kommunikation angeht. Ne? Ja. Jetzt ist ja immer so, mit Faust oder mit Ellenbogen gewesen, kann man sich jetzt umarmen, darf man sich die Hand geben, darf man sich mal knuddeln, Küsschen links, Küsschen rechts. Also da ist schon eine ziemliche Verhaltensauffälligkeit festzustellen bei den Menschen. Und jetzt dürfen wir auch wieder lernen, mit unseren Artgenossen zu kommunizieren. Ne? Also wir haben es oftmals, oder viele Menschen verbieten es ihren Hunden, ne? Aus der Angst heraus, es könnte etwas passieren, was ja auch oft berechtigt ist. Ne? Laufen ja draußen nicht immer nur Leute rum mit absolut sozialen Hunden, darf man ja auch mal sagen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Aber wir dürfen jetzt auch wieder lernen, auch emotionaler miteinander zu sein, ne? Auch den Blick mal zu halten, offen zu sein, mal wieder zu lachen und auch eine Gestik zu zeigen, ne? In der Kommunikation. Wir sind etwas statisch geworden. Und wenn die Hunde auch so sind, dann wird es schwer. Deshalb, wir sensibilisieren ja immer die Menschen für ihre Verhaltensweisen und die Wirkung auf die Hunde. Und das
machen wir hier im Revier für Hunde. Aber jetzt noch mal ganz kurz zur Resozialisierung. Wenn ein Hund ja hier hinkommt und der hat ein Problem mit Artgenossen, dann machen wir ja bewusst immer nur ganz kleine Schritte. Warum sind die kleinen Schritte so wichtig? Ich meine, ich weiß es, aber... Also grundsätzlich fängt es ja damit an, dass alles neu ist. Ja. Ne? Also neue Menschen, neues Gelände, ein anderes Revier sozusagen, ne? Und dann auch die Situation mit den fremden Hunden hier. Ja. Man sollte einfach den Hund nicht überfordern, wenn er hier neu reinkommt. Ja. Ne? Das sind dann schon viele Eindrücke und dann darf man das langsam aufbauen, dass man ihn auch dran gewöhnt, ne? Und dann eben auch immer möglichst positiv abschließt. Ja. Und nicht in einem super Stressmodus, wo alles zu viel ist. Ja. Ja. Sondern am besten immer so in so einem ruhigen, schönen Moment sagen, okay, das ist gut für heute und dann steigert man das beim nächsten Mal wieder. Glaubst du, man kann jeden Hund resozialisieren oder gibt es auch Fälle, wo man sagt, die Kombination mit Mensch und Hund geht gar nicht und da ist es nicht möglich? Oder glaubst du, jeder Hund ist resozialisierbar? Ich finde, das hängt viel von der Person ab, wie du auch schon sagst, von den Menschen, mit denen der Hund lebt. Wenn die Menschen zu sehr gefangen sind in ihrem Programm oder in ihrer Geschichte und das auch auf den Hund projizieren, dann ist es schwierig, da rauszukommen. Ja. Also da muss man wirklich selber bereit sein für eine Veränderung und kann halt auch nicht sagen, ja, der Hund, sondern das ist ja ein gemeinsames Ding. Man ist ja in einer Beziehung zusammen und wenn der Mensch dann die Veränderung angeht, dann stehen die Chancen gut. Mhm. Aber ich glaube, das kennst du vor allem auch, es gibt auch Hunde oder Geschichten, wo es tatsächlich nicht unbedingt möglich ist. Es ist nicht so häufig, aber vielleicht hast du da ja auch noch mehr Erfahrungen mitgemacht, wo wirklich, wo es nicht ging. Ja, es ist einfach, wie du schon sagst, es ist die Kombination. Ne? Also es gibt auch Hunde, und da habe ich ein super Beispiel, die haben zum Beispiel bei ihren Menschen extreme Angst. Sie werden auch mit der Angst nochmal gefüttert. Ne? Und diese übermäßige Fürsorge der Menschen. Hier ist mal eine junge Frau gewesen, die hat mir einen Hund gebracht, der sollte einsozialisiert werden oder resozialisiert werden, wenn er massive Panik vor Artgenossen hat. Und die Frau wollte eigentlich mit rein und ich habe sie dann erstmal überredet, dass ich den Hund alleine mitnehme und dann auch mit der Kamera die Aufnahmen mache. Und sie meinte dann draußen am Tor zu mir, ich glaube, das gibt sowieso nichts, weil die wird totalen Stress haben, die wird Angst haben, die hat keinen Bock auf andere Hunde, die wird wahrscheinlich schnell wieder raus wollen. Also da war eine Energie, die ich dann sogar, als ich reingegangen bin, ein Stück noch mitgenommen habe. Also man hat es echt geschafft, dass ich genau diese Energie dann angenommen hatte. Als ich dann zu den Hunden kam, zeigte die Hündin auch tatsächlich dieses Verhalten. Ne? Also Angst, Zittern. Dann habe ich einen Hund dazugelassen. Da fing sie an, unter sich zu machen, klemmte die Rute ein. Also massiven Stress auch. Und wäre ich in der Energie der Hundebesitzerin geblieben, wäre ich wieder rausgegangen. Weißt du? Ja. Und wenn sie bei mir gewesen wäre, die Hundebesitzerin, noch schlimmer. Weil dann hätte sie mich nochmal... hätte den Hund in der Angst nochmal unterstützen können. Guck da, man sieht's doch, ne? Er hat ja totale Angst, ne? Geh mal am besten wieder raus, der Hund hat keinen Bock mehr auf Hunde. Ich habe mich aber dann wirklich auf mich besinnt und auf meine Energie und das mache ich immer, indem ich dann versuche, so ein Stück weit den Kopf auszuschalten und mein Herz einzuschalten. Herz denkt nicht, Herz fühlt und mein Kopf erzählt mir ganz viele Geschichten, die einfach nicht wahr sind. Mein Kopf lügt oftmals. Und deshalb schalte ich mein Herz ein und versuche aus der Situation immer das Beste in erster Linie für den Hund zu machen und auch für die anderen Hunde. Und dann zu schauen, hat dieser Hund noch die Möglichkeit, jetzt nicht direkt, aber auf Dauer mit Artgenossen wieder auch friedlich zu kommunizieren und glücklicher zu werden. Und ich habe mich dann tatsächlich über dieses Kopfkino weggesetzt, bin in meinem Herzen, meiner Intuition gefolgt, aus dem Bauchgefühl heraus. Dann habe ich 2, 3, 4 Hunde dazugelassen und am Anfang war sie echt noch schüchtern und dann ist sie irgendwann aufgeblüht und dann wusste ich, jetzt ist der Moment da, wo man sie auch laufen lassen kann und dann ist sie irgendwann, das hat, weiß ich nicht, 10 Minuten gedauert, da ist sie total ausgeflippt, hat die mit auf die große Wiese genommen, die ist ausgerastet, die ist da rumgeflitzt und ich dachte nur, siehste, also wenn du dich jetzt drauf eingelassen hättest, dann hätte es nie was gegeben
Und das finde ich immer schön, dass wenn man seinem Bauch vertraut, das ist mit vielen Sachen so, dass man dann auch den richtigen Weg geht, nämlich den Herzensweg. Ich habe der Hundebesitzerin dann draußen die Aufnahmen gezeigt, sowohl als die Hündin noch Angst hatte, als auch wo sie hier rumgeflitzt ist mit den anderen Hunden. Und der erste Satz war, sie hatte gesehen, dass der Hund sich total wohl fühlte und dass er richtig sich entfaltet hat, Spaß hatte, sich gewälzt hat. Aber der erste Satz war, aber am Anfang, also man sieht schon, die hat totalen Stress, ne? Und da musste ich wieder wirklich tief durchatmen, um mich wieder nicht auf die Energie einzulassen, wenn ich schon solche Schwierigkeiten habe, mich von dieser Angst, von diesem Stress, dieser Person, die sie auf mich und auf den Hund überträgt, zu distanzieren. Was muss der Hund dann erst ertragen? Wenn er den, weißt du, was der Hund den ganzen Tag für eine Energie mitbekommt? Ja. Ne, der darf sich gar nicht mehr entfalten. Also du bist klein, du hast Verhaltensauffälligkeiten und du sollst auch so bleiben. Ja. Und wenn du dich entfaltest, dann sehe ich aber eher die Probleme, die du hast und sehe nicht die Fortschritte. Und Das ist von Menschen, das ist vom Kopf gemacht. Auch wiederum, um sich teilweise aus der Angst für den Hund oder dass dem Hund was passieren könnte, sich zu kümmern, dass man eben die Aufgabe hat. Da sage ich immer, vielleicht einfach mal sich selber mal eine Umarmung schenken, den Hund mal ein bisschen loslassen und ihm die Möglichkeit geben, dass er wieder erwachsen wird. Also die Geschichte ist mir wirklich echt hängen geblieben. Ich gedacht habe, ja, aber habe ich sie auch gefragt, freust du dich denn auch darüber, dass sie da so frei laufen konnte? Ja, ist ja schön. Aber wenn man hier zeigt, kannst du mir nochmal die Aufnahme zeigen, wo sie die Rute eingeklemmt hatte? So sind manche Menschen. Und trotzdem habe ich habe da Verständnis. Ne? Also ich habe auch über die Jahre immer mehr gelernt, auch zu sagen, ja, ich meine, der Mensch macht das nicht extra, ne? Der macht das nicht vorsätzlich, er macht es im Grunde genommen aus Liebe. Und aus mangelnder Selbstliebe. Da kann man sich mehr um andere kümmern als um sich selbst. Interessant, oder? Ja, das ist immer interessant. Und ich habe viele solcher Geschichten. Ne? Ich habe echt so auch Geschichten, wo Leute hier gestanden haben und der Hund ist an der Leine komplett ausgerastet. Vielleicht kennst du das auch. Ne? Die Hunde flippen aus, wollen andere Hunde angreifen, wollen Menschen angreifen. Schwupps, der Hund wird weggenommen, geht mit ins Revier für Hunde und dann beginnt der Magic Moment. Warum? Hier ist einfach ein ganz, ganz besonderer Ort mit einer ganz besonderen Energie. Darfst du jetzt auch schon fast ein Jahr. Ne, bist schon fast ein Jahr hier, oder? Mehr als ein Jahr. Und? Ja. Was glaubst du auch, dass diese Magie auch der Hunde und des Teams hier damit für verantwortlich sind, dass die Hunde sich auch so wohlfühlen, selbst wenn sie draußen massive Probleme haben? Ja, das ist halt ansteckend. Das ist ja nicht nur bei den Hunden so, sondern auch bei eigentlich allen Menschen, die jetzt hier neu reinkommen, die sich direkt wohlfühlen und wie zu Hause fühlen. Und das ist halt die Magie des Reviers. Tatsächlich. Was bedeutet das für dich, dass du jetzt Hunden helfen kannst, die eben massive Probleme haben mit ihren Menschen oder die Menschen mit ihren Hunden und du hast jetzt die Aufgabe, diesen Hunden und diesen Menschen zu helfen? Was ist das für dich? Ist das für dich eine Mission? Ist das für dich eine Berufung? Was löst das bei dir aus? Das ist für mich tatsächlich wie so eine Lebensmission. Also ich habe schon immer gesagt, ich möchte das Leben von Menschen und Hunden besser machen. Und das ist wirklich, danach strebe ich jeden Tag. Das ist so meine Mission. Ich möchte einfach, dass es Mensch und Hund besser geht. Und wenn man da ein Stück weit begleiten und ja, so ein bisschen den Aufschwung in die richtige Richtung geben kann, dann erfüllt mich das einfach total. Also wenn man dann sieht, wie auch so angespannte Situationen oder diese Ängste sich langsam auflösen und man wieder Vertrauen fassen kann, auch in sich selbst, dass man weiß, ich kann das und es geht. Ja. Ja, diese Momente, wo man dann zeigen kann, hey, schau mal, dein Hund kann es. Kannst du das denn auch und kannst du loslassen? Ja. Die Entwicklung dann mit zu begleiten in eine harmonische Beziehung letztendlich, das ist einfach, einfach nur schön. Super. Ja, ich kann dir da nur zustimmen, weil genau das ist meine Mission. Darum mache ich genau diesen Weg oder darum gehe ich genau diesen Weg, weil ich Menschen mit Hunden auch wieder ja auf einer Brücke helfen möchte, zueinander zu finden. Und wir dürfen auch viel mehr Verständnis für Hunde haben. Wir dürfen auch mehr Verständnis wieder für Menschen haben. Und deshalb braucht man da ganz viel Ruhe.
und viel Respekt auch. Ne? Man sollte respektvoller miteinander umgehen und die Hunde sollten wieder lernen, respektvoller miteinander umzugehen. Manchmal können sie es auch von ihren Menschen lernen, es nicht zu tun oder es zu tun. Ja. Ne? Das ist echt wirklich so und darum ist mein Appell nach draußen, versucht einfach mal euren Hund ein Stück weit besser zu verstehen. Versucht einfach mal ein bisschen mehr Verständnis dafür zu haben, dass der Hund nicht immer so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Versucht aber auch Verständnis für euch zu haben, weil wir sind mittlerweile echt alle ziemlich ferngesteuert. Alles muss schnell gehen, alles muss auf den Punkt sein, alles muss 150% sein. Keine Ruhe mehr, keine Zeit mehr. Aber wir sind so kraftlos geworden, ne? Und so eine Geschichte nach der anderen, ne? Corona und Krieg und Flut und bom, 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 Probleme, Probleme, Probleme. Ich bin froh für jeden Tag, ja, wo man Momente hat der Leichtigkeit und Hunde führen mich immer wieder in diese Leichtigkeit und in die Herzlichkeit. Und das gebe ich gerne weiter an Menschen und auch an Hunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass wir euch ein wenig unterhalten haben und dass ihr jetzt ein Stück weit wisst, was wir hier im Revier für Hunde bei den Resozialisierungen oder Einsozialisierungen machen. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, ja, dann teilt diesen Beitrag und abonniert meinen Kanal und dann kann ich euch weitere spannende Geschichten erzählen. Mir fällt jetzt gerade so ganz spontan ein, ich glaube, cool wäre auch, wir würden mal so eine Resozialisierung mit der Kamera begleiten, wirklich vom ersten Moment an, ne? Also wo der Mensch mit seinem Hund hier hinkommt und dann vom Hund getrennt wird und der Hund geht mit rein, lernt den ersten Hund kennen, zweiten Hund kennen, sodass man mal solche Geschichten wirklich auch für euch mit der Kamera begleitet und dass ihr da live dabei seid und das immer wirklich von Woche zu Woche verfolgen könnt. Fände ich cool, oder? So, ich glaube, ich bekomme Besuch. Es wird Zeit. Ja, selbst meine Hunde bellen schon mal, wenn sie was hören. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Nur, wenn man sagt, sie sollen aufhören, dann sollten sie aufhören. Aber Hunde bellen schon mal, so wie wir Menschen sprechen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Danke, Lisa, dass du dabei warst. Ja, danke. Okay. Ciao. Ciao. Ciao.